Aha, schon eher, okay. Das schon eher. Aber umsehen kann ich mich trotzdem nicht. Naja, gut. He hasn't given me an update. I think he's upset that I suggested we'd still have the drone if we used it for its original purpose. It's crazy that we only have one mapping drone. If this were a space mission, we would probably have 100. You sound a little frustrated. Is that with Andre or the drone situation? Both. Ach so. Verzeihung. Ich vergesse immer, dass ich manchmal Dialoge wählen muss. Yeah. His passion can sometimes be overwhelming. I just wish he wasn't so cold with me. Just because I turned my prior research into a successful biotech business. Not every company is evil. Hey, that's right. I read about that. Was it fun being a corporate titan? Did you have your own jet? No jet. But I did have a pretty indulgent company car. Mm. Was that a yawn? Did you get any sleep? Not really. Between the drone and staying up to chat with my daughter, I spent most of the night staring out of my cabin window at the moon. My grandmother loved to take me free diving in the moonlight. It was magical. It's like the whole ocean glows. Sounds like a fun grandmother. She was. Is. She's alive, but suffers from dementia. Sorry to hear that. Thanks. Nana moved in with us after our mom died. I was 12, Ren was 4. Are you and your sister close? Definitely. Yeah, most of the time. It's complex right now. Where is your daughter? She's at university in the UK. What is she studying? Pre-med. But she also has a passion for music. She has been playing in the same indie band for years. What's her music like? Hard to describe. I'm sure Sophie would love for you to check it out. I'll send you her latest single. Ooh. Isn't your sister also at university? My sister, took a break for a few years. But she's back now. There's a story there. Not my business. Ich finde das immer ein bisschen komisch, das machen Rollenspiele auch oft gerne, dass mich hier quasi dieser NPC quasi fragt, wie mein Verhältnis zu meiner Schwester ist. Und ich kann dann auswählen, sehr gut oder mittel oder nicht so gut. Und ich denke mir halt dann immer, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Figur nicht, die ich hier spiele. Ich weiß nichts über ihre familiären Verhältnisse. Ich bin nicht die Person, ich bin nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten, weil ich keine Ahnung habe. Erzähl mir das halt, Spiel, oder nicht, aber stell mich nicht. Oder verändere ich die Realität, je nachdem, was ich als Antwort auswähle, aber das ist irgendwie auch komisch. Das verstehe ich immer nicht. Woher soll ich das wissen? Das ist keine Multiple Choice in dem Sinne, weil, weiß ich nicht. Naja, aber gut. Vielleicht ist es hier wirklich in dem Fall so, dass ich hier über die Realität bestimme, je nachdem, was ich wähle oder so. Keine Ahnung. Ich finde das immer komisch. It's just hard sometimes for me not to want to take the wheel when I see her swerving. Does she want your help? I don't think she wants her stuff to get in the way of my success. You sound like me talking about my daughter. Yeah, yeah, complex. People are messy. That's why I study whales. Speaking of which, I better get prepped for our next dive. Yeah. Catch you later. Yes, of course. Hi, Mirai. It must be fun. Hi, Mirai. It's okay. Come on, dive time. I showed Nana the highlights from your live stream. Oh Gott, ey. Sorry. Ich habe halt doch schon heute 2 Gläser Wein getrunken. Jetzt ist auch Schluss mit Wein für heute. Aber das merkt man schon. Did she recognize my voice? No. Maybe. She seemed to enjoy it though. Are you doing okay with her? Kind of. You do this better. Did you want to talk about next semester? When you get back. It's complex. You know,
I can look at coming back earlier. That's crazy talk. Go speak to your whales. Gonna try. Catch you later. So. Ja, nee. Das ist nicht das Tauchspiel, das ich suche. Das ist cool. Wirklich, ich finde, das ist schön gemacht. Die ganzen, vor allem die Meeressäuger, aber auch die Haie, die größeren Fische. Das alles sehr schön gestaltet. Witzigerweise sehr viel schöner als der Mensch, oder? Der ist ein bisschen creepy. Gott, guck mich nicht so an. Aber das ist nicht das Tauchspiel, das ich suche. Ich bin seit Jahren, seit einem Jahrzehnt wahrscheinlich ungefähr. Na, vielleicht nicht ganz. Auf der Suche nach dem Tauchspiel, das mich anspricht. Ich finde es einfach nicht. Ob es da draußen jemals wieder dieses eine Tauchspiel geben wird? Ich weiß es nicht. Machen wir noch einen Tauchgang auf jeden Fall, oder? Bevor wir das Spiel wechseln. Mal gucken. Vielleicht sogar noch mehr. Hey, aber wir müssen mal ganz kurz 5 Minuten Pause machen. Kurze Pinkelpause. Und dann starten wir noch den nächsten Tauchgang. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein anderes Spiel spielen. Oder ob wir das noch weiterspielen. Ich weiß nicht. Es wird schon die ganze Zeit irgendwie angeteased und aufgebaut, dass man seltsame Signale findet und sowas. Aber weiß jetzt auch nicht. Kommt jetzt bald mal ein Big Reveal oder irgendwie was dramaturgisch Wichtiges? Mal schauen. Naja, bis gleich würde ich sagen. So, la, da sind wir wieder. Ich trinke noch schnell einen Schluck. Okay. Na dann, auf zum nächsten Tauchgang. Ich habe schon wieder vergessen, wie man gleich nochmal tauchen geht. Ich glaube, ich muss zum Taucheranzug. Der übrigens ohne Maske aussieht, ohne Helm, wie Ninja-Anzug. I'm following Andrea's family down to the seamounts, where I hope to observe them hunting. Irina has been testing our samples and is worried about a harmful algal bloom being somewhere nearby, so I am to keep an eye out for that. Check. I'm also keeping an eye out for more turtles. I know they're out there, ready to dive. Schildkröten, okay. Und gefährliche Algenblüten. I'm in and okay. Ah, endlich geht's ein bisschen tiefer. Hello everyone. Welcome or welcome back. I'm diving near a seamount region, also known as the Twilight Zone, because it is just beyond reach of the sun. And we'll be taking some questions live, so be nice. We'll also be testing a playback system to interact with whales. Okay, wir sind wieder im Livestream. Der Livestream im Livestream. Verrückt. Das wäre cool, oder? Ich glaube, das würde ich mir auch angucken. Live gestreamte Tiefseetauchgänge. Wobei die in Wirklichkeit wahrscheinlich ein bisschen langweilig sind über lange Strecken. Kann ich mir vorstellen. Wanna hear something cool? So do I. I'm hoping that buoy can send a little message to our humpback friends. That's right. Andre is going to serenade some humpbacks. Well, not me, but using a song I generated from other recordings. Ja, genau, die totale Streamception. Der Stream im Spiel läuft jetzt auch nur mit halber Geschwindigkeit im Vergleich zu unserem Stream. Und würde das, was wir jetzt hier machen, wieder jemand streamen, dann würde unsere Realität nur noch halb so schnell gestreamt. Oder so. Aus irgendeinem Grund. Ich finde das bei Inception schon ein bisschen komisch mit diesen Traumebenen und dass die immer so zeitlich... Was glauben die denn, wie schnell unser Gehirn so arbeiten kann? Irgendwann ist auch mal Schluss. Wenn dann plötzlich unsere Wahrnehmung irgendwie tausendfach verlangsamt ist... Wird schon langsam ein bisschen unrealistisch. Aber okay.
die Wale müssen gleich ums Eck sein. Was ist denn das da? Das sind aber keine... Okay, was? Time to see if any humpbacks respond to our song. Jordan wants to know how you will know. Great question. If we have recorded him before, we'll see if the influence of our song affected his. Scientists believe whales from one region can influence the song of whales from another when they mix. Ich dachte von unten, das sind Manta-Rochen und dachte mir, was sind denn das für seltsame Manta-Rochen mit biolumineszenten Anhängseln hinten? Aber es sind Squids. Das sind schon echt witzige, irgendwie echt witzige, bizarre Tiere, oder? Verrückt. Und wunderschön. Und elegant. So, wo sind unsere Wale, die wir ansingen sollen? Na? Ach so, da lang, genau. Die Steuerung von dieser Drohne ist in den Achsen invertiert. Das finde ich super komisch. Hey Andre, we've recorded a song from this one before, right? We have. How quickly can you compare his two songs? Well, I need to wait for his song to complete at least one full cycle. And how long is that? 20 minutes, maybe more. Wow, that's a long, slow ballad. Was ist denn das? Eine Qualle, eine Rippenqualle. Ja, schon langsam kommen wir tief in Tiefseegebiete. So Biolumineszenz ist schon was Faszinierendes, oder? Jetzt finde ich sie leider nicht mehr. Aber das finde ich schon immer sehr cool. Kann ich mein Licht nicht auch ausmachen? Dann würden die Geschöpfe hier viel besser zur Geltung kommen. Ja, doch, ich kann sie ausmachen. Weil jetzt haben wir natürlich keine Biolumineszenz hier. Aber ich lass mal das Licht aus. Hier ist es eh hell genug. Ist eh unrealistisch hell. Aber das ist schon cool, oder? Die haben ihr ganzes Leben lang Party am Start. Mit der Beleuchtung. Nicht schlecht. Hallo Pia, willkommen zurück. Da erkennt Sepp wohl den Sie-Onkel Horst nicht. Ja, ich dachte, ich habe ihn für einen Rochen gehalten. Aber das ist mir noch nie aufgefallen, aber so, die sehen schon auch wirklich ähnlich aus. Von unten betrachtet. Diese Squids und Manta-Rochen. Another leatherback turtle, Andre. And feasting on some moon gems. Hä? That is odd. Is that the same one we saw before? Ich glaube, die spielen gerade das falsche Soundfile ab, oder? Weil das ist keine Schildkröte. In keinem Universum ist das eine Schildkröte. Achso, das ist eine Schildkröte. Okay. Ich scanne mal die Quallen. Quallenmampfschildkröte. Nom, 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 nom. Also richtig effektiv ist die Qualle aber nicht. Ist halt eine Genießerschildkröte. Ich scanne mal noch die anderen Quallen. Ich will wissen, was passiert, wenn ich mal eine Spezies komplett gefüllt habe, die Leiste. Ob wir das noch rausfinden heute, mal schauen. Ist schon auch ein... Ich muss mal das Licht doch wieder anmachen, glaube ich, ein bisschen. Ist schon ein sehr großes Geschöpf, diese Schildkröte. Oder, wenn man sich den Kopf so im Vergleich zu uns ansieht? Beeindruckend. Schön, schön. Na, dann lasse ich die mal mampfen und wir schwimmen zum Fragezeichen. Bei jedem Fragezeichen hoffe ich, dass jetzt gleich irgendein krasser Mystery-Fall kommt. Aber es ist bestimmt wieder nur irgendwas Gewöhnliches. Ich glaube, das Spiel hat keine krassen Mystery-Fälle.
Aber ich glaube, ich muss die noch irgendwie genauer scannen hier, oder? Mit unserer Manta-Rochen-Drohne. Mit der invertierten Steuerung. We can run the sample in the lab, but I am sure this is a different one. Do they typically travel together? Wouldn't it be surprising to find two this far off course? Yes, it would be. And yet, here they are. Welcome back, Turtles. Enjoy your beautiful moon jellies. Moon jellies are beautiful. There is a decent chance this jelly will regenerate itself. Do tell. In fact, a few species of jellyfish are technically immortal. They can revert from being full grown to their younger state and essentially start their life cycle over. Thank you, Irina, who will make us all immortal one day. Huh, cool. Worum geht es in dem Spiel genau eigentlich? Also bis jetzt geht es darum, dass wir quasi einen Unterwasser-Livestream haben, so ein bisschen, so, ne, so Twitch-mäßig unsere Expeditionen streamen, gleichzeitig aber auch wirklich mit einem professionellen Forschungsteam zusammenarbeiten, die das alles erkunden und so weiter. Gleichzeitig neben dem ganzen Streamen und Tiere untersuchen, gibt es anscheinend irgendwie, vermuten wir, illegale Bergbau-Manöver unter Wasser, denen wir Einhalt gebieten wollen. Und es gibt mysteriöse Signale, die wir nicht hundertprozentig zuordnen können, wo ich noch gespannt bin, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Und nebenbei werden dann immer so Geschichten erzählt von unserer senilen Oma und unserer Schwester, die sich um die senile Oma kümmert, und andere zwischenmenschliche Beziehungsgeschichten, die so ein bisschen von den einzelnen Mitgliedern erzählt werden, wenn wir auf unserem U-Boot sind. Ja, Seldi, was ist denn? Hm? Kleine. Weiter rum, wie sonst noch. Da. Seldi-Leinchen, hm? So ein dickes, kleines Kätzchen. Was ist denn? Ja, ich glaube, die braucht Aufmerksamkeit. Ja, Baby, Katze, du. Ich muss jetzt wieder tauchen, Seldi. Willst du dich hier vom Bildschirm sitzen? Vielleicht kannst du interessante Fische auf dem Bildschirm fangen oder so. Nee? Na gut. Dann schwimmen wir mal noch zu dem Fragezeichen. Und scannen auf dem Weg noch ein paar Fischschwärme. Was ist denn das da? Das sieht ungewöhnlich aus. Trotzdem will ich das da. Ich glaube, das ist von uns wahrscheinlich irgendeine Drohne, oder? Wir haben viel so Zeugs. Aber was haben wir denn hier? Die Rippenqualle haben wir schon gesehen, aber hier sind so Krabbendinger. Platymaibarchi. Ich fand die eklig. Die erinnern mich ziemlich an Spinnen. Gleich ein ganzer Cluster von denen. Ich finde die echt ein bisschen eklig. Diese langen Beine machen mich fertig. Ich habe als Kind mal in einem Aquarium gesehen, wie so eine Krabbe Eier legt. Das war ein widerlicher und ein bisschen verstörender Anblick. Vielleicht finde ich die deswegen eklig. Mit so langen Beinen und dann Eier in so ein Sandloch reingelegt unter Wasser. Es war widerlich. Die Wunder der Geburt. Ja, es war wirklich voll widerlich. Dana Squid. It looks like they're hunting lanternfish. Well called, Irina. We'll make you a sea witch yet. I'm sorry, a what? Let's scan a few to pick up their hunting behavior. Here goes. Das sind sie wieder, die Squids, die nahen Verwandten von mir, die ich mit Manta-Rochen auf die Entfernung verwechselt habe. Aber sieht es nicht aus wie ein Manta-Rochen? Mich hat es eben gewundert. Manta-Rochen mit einem biolumineszenten Stachel hinten hätte ich noch nie gehört. Aber nein,
Es sind Tintenfische. Ich mach mal wirklich, wenn ich mein Licht... Sally, was ist denn? Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, ob er das hören kann. Das Mikrofon hat eigentlich einen recht guten Filter. Aber die schreiben mir hier die Bude zusammen. Was denn? Wie lange streamst du heute? Ich kann bis Ende schauen. Ich habe morgen frei. Also, wenn ich nicht irgendwie plötzlich total müde werde oder so, dann geht's technisch, also dann geht's eigentlich regulär bis 1 heute sogar. Bei dir auch Tag der Wahnsinnskatze. Es ist bei uns ist jeden Tag Tag der Wahnsinnskatze. Normalerweise ist es immer der Gannon, der, wenn ich streame oder aufnehme oder so, hier reinkommt und Aufmerksamkeit will. Aber heute ist es mal die Zelda ausnahmsweise. Warum nicht? Ach, die versteckt sich vom Gannon. Ja, wieder am Pöbeln. Ach so. Da oben. Die beschwert sich bei mir, weil sie vom Gannon geärgert wird anscheinend. First of all, don't mess with my suit when I'm diving. Secondly, you spoiled my surprise. Was ist denn jetzt Sensoralarm? Mit weißem Licht Zoom scannen, mit UV-Licht wechseln und muss... Hä? Verstehe ich nicht. Okay, weißes Licht haben wir jetzt an. Damit soll ich jetzt Zoom scannen. Aber was denn? Ich schwimme mal noch zu dem Marker da. Schon cool, oder? Okay. Schauen wir mal. Da schlafe ich bestimmt heute. Achso, heute war allgemein sehr viel los. Und das kann man wieder. Ja, ich meine, ja. Muss ja auch nicht. Andre, you really need better glue for these. Swell sharks have developed biofluorescence to communicate with each other. Their eyes have special adaptations for the UV light. Now you can see what a swell shark sees. That's what I'm talking about. Über was redet ihr denn gerade über WoW im Chat? Also mit UV-Licht sehe ich andere Sachen, aber ich weiß nicht genau, nach was ich eigentlich suche, ehrlich gesagt. Aber Mission abgeschlossen. Ich dachte, das ist nur kosmetisch, aber tatsächlich haben die Lichter unterschiedliche Scan-Eigenschaften für mich oder so. Why not? Jetzt muss ich noch so einem Fisch hier normal scannen. Warum hat jetzt hier der Sensoralarm ausgeschlagen? Ich habe gerade in den Chat geguckt beim letzten Dialog. Ich habe es wieder nicht gehört. Next you can try the black light I installed in your sub. You did not. You did install it in your dorm room back in the day. Your wife showed me pictures. Well, uni was a good time.
Hey Katzen, könnt ihr bitte hier nicht zwischen den ganzen Kabeln rumschlägern? Das endet nicht gut, das kennen wir schon. Mir geht's gerade ein bisschen so mit Dixie, das ich jetzt für mich entdeckt habe. Genshin Impact, das finde ich wirklich ein cooles Spiel. Das macht mir echt Spaß oder hat mir echt Spaß gemacht. Es macht mir auch immer noch Spaß, aber jetzt, wo die Welt erkundet ist und wo ich quasi alles, was man in der offenen Welt so erforschen kann, erforscht habe, fehlt einfach der Content ganz stark. Jetzt muss ich wahrscheinlich bis Dezember warten, bis das nächste kleine Gebiet freigeschaltet wird, released wird. Dass ich dann innerhalb von einem Tag erkunde wahrscheinlich und dann muss ich wieder warten. Aber so ist das dann vielleicht. Ist auch nicht schlecht. Kann ich so häppchenweise spielen. Bei ewig lang irgendwelche Events grinden, da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich will neue Sachen erkunden. Mein Hirn ist da sehr extra. Ich brauche ständig ganz neue Reize, sonst langweile ich mich ganz schnell. Ich kann auch nie lange bei ein und denselben bleiben, ohne frustriert zu werden. Wo muss ich denn hin? Spiel. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwo muss ich anscheinend runter in irgendwelche Höhlen oder so. Oder? I don't get it. Ich finde Genshin spieltechnisch auch sehr spaßig, aber die Art der Loot-Spirale ist sehr seltsam. Das Level- und IP-System total unübersichtlich. Das geht eigentlich. Wenn man das mal verstanden hat, ist das nicht so tragisch, finde ich. Aber ja, wie gesagt, das Erkunden der Welt ist halt wirklich so ein bisschen das Zentrum. Und wenn das erledigt ist, ich finde es halt wirklich komisch. Also im Endeffekt funktioniert das Spiel nämlich, das finde ich auch eigentlich ganz interessant. Das hat so diese Gacha-Mechaniken. Das funktioniert wie dieses Star Wars-Handyspiel, das ich auch selber immer wieder mal anwerfe. Oder dieses Shadow Raid Legends oder wie das heißt. Dass man im Grunde durch Lootboxen diese Helden kriegt und durch irgendwelche Materialien kann man die dann hochleveln und verbessern und ausweiten. Das sind genau die gleichen Mechaniken aus diesen ganzen Spielen, nur eben diesmal auf ein richtiges, vollwertiges 3D-Spiel angewandt und nicht nur auf so kleine Handyspielchen eben. Das ist schon ein seltsamer Hybrid, was das angeht, oder eine seltsame Weiterentwicklung dieser Mechaniken. Aber dass man halt dann, damit man die Belohnung von so Events einfordern kann, jeden Tag nur ein gewisses Kontingent an Energie hat, im Grunde. Das ist für eben so eine Art von Spiel dann doch sehr ungewöhnlich und auch ein bisschen frustrierend. Ich habe einen Tag auf dem Tag. Es ist in einer Cave. Ich frage mich, wie es hier kam. What the? Why? An ultimate... Are you okay? Other than getting inked in front of a live global audience? You know, you might want to get that off you. It will probably attract predators. Oh, wonderful. Welches Level bist du? Meinst du jetzt Gildenrang, also so den übergreifenden grünen Balken? Also meine höchsten Charaktere sind jetzt 70, Level 70 und mein Gildenrang ist, glaube ich, jetzt so 40, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt Richtung 40, 38, 39, wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube schon. Sperm whale, I think it's... Yes, it's hunting! First time we'll be able to document it with Andre's technology. Scannen wir jetzt die Geräusche, die so ein Pottwal beim Jagen macht, oder wie? And then the buzz. I got it. Raj from Mumbai wants to know, what's the buzz? I think he was making a joke. Got it. But what is the buzz? How is it used? We're not entirely sure, but definitely associated with being close to prey. This is just the warm-up. The real fun will come in the deep. Das erinnert mich ein bisschen an Katzen. Wenn die irgendwelche Fliegen oder sowas jagen in der Wohnung, dann machen die auch immer diese Geräusche. Da weiß man auch nicht, warum die machen. Wahrscheinlich ist es einfach die Vorfreude und die Aufregung. Vielleicht ist das ja bei den Walen auch so. Was haben wir denn hier? Schildkröten! Ich sage immer Schild. Ah, das wollte ich nicht. Ich habe mich verdrückt. Chen from Shanghai wants to know why you care about their gender. Well, their sex is determined by the temperature of their nests. Warming beaches wiped out the turtles in this region. Believe in a little magic now, Andre? Well, it may just start, but let me check on my tag first. Na, wie gesagt, das ist eben alles genau wie in diesen Gacha-Spielen. Nur eben zum ersten Mal, so viel ich weiß, in Verbindung mit so einem wirklichen Open-World 3D-Spiel und nicht nur so einem Sammelspielchen. Oh, wow. Mirai, check out that one closest to you. What's that on its skin? Not sure I can catch them. They're headed to the surface. Might just be a scrape from a ship strike. Yeah, let's hope that's all it is. Ja, man... Send it here. Man levelt halt die Charaktere in Genshin Impact im Grunde nicht wirklich durch das Kämpfen hoch. Das dauert viel zu lange und die Erfahrungspunkte, die man für besiegte Gegner kriegt, ist lächerlich. Es geht zwar, aber es ist lächerlich wenig. Sondern nur durch diese Items, die man kriegt. Und wenn man erstmal in der offenen Welt alle Schatzkisten geöffnet hat und alles erkundet hat und alles gemacht hat, bleiben einem nur diese Events. Und jeden Tag eben so eine Handvoll Events machen, ist ein bisschen langweilig.